Heidi ho, der Bob ist froh. Willkommen zurück zur nächsten Folge von Pokémon, die Morgenrote Edition. Bedauerlicherweise muss ich euch leider enttäuschen, was die Top 4 angeht, denn wir werden noch nicht mit den Top 4 starten, wie es ja ursprünglich irgendwie geplant, vorgesehen, sonst was war, sondern wir werden einfach noch den ein oder anderen Trainingspart aus Vorsichtsgründen dazwischen werfen, wenn ich schon mal einfach mal so frecherweise ein bisschen Spoiler. So, zwischendurch heil ich noch mal, vorsichtshalber. Ich weiß jetzt nicht, ob die Pokémon schon geheilt waren oder nicht. Beziehungsweise sie waren es, aber ich mache es halt selbst aus Sicherheitsgründen noch mal, damit ich es für mich selber weiß. So, wollen wir doch noch mal schauen. Was hat denn der nette, freundliche Herr im Shop hier anzubieten? Oh, okay, Money haben wir so einiges. Muss allgemein mal schauen, wie unsere Vorräte aussehen oder was wir vielleicht auch noch brauchen könnten. Während unserer Trainingsreise durch die Siegestraße, weil ich denke einfach mal, dass das jetzt praktisch, hoppala, falscher Knopf, dass dies praktisch jetzt der beste Ort momentan für uns ist zu trainieren, da wir ja auch hier genau, Manu, sind das hier, waren das hier nicht die ganzen Arena-Leiter? Haben sie die, okay, jetzt stelle ich mir die Frage, sind das jetzt einfach nur Bilder mit Statuen? Oder, nicht Bilder mit Statuen, sondern Bildern mit Porträts von denen? Oder sind das jetzt richtig so Statuen von denen? Oder sind wir jetzt hier ganz abgespaced und haben sie hier alle irgendwie... Naja, das sieht irgendwie ein bisschen so Cyberspace-mäßig, so wie so ein paar Särge aus oder irgendwas. Ah, okay, alles klar. Alles klar, verstehe. Ich dachte schon, jetzt haben sie die irgendwie eingefroren oder sonst irgendwie was. So. Es schneit ja hier. Ich muss sagen, hier war ich ja bisher nicht. Ist das hier jetzt eigentlich die Siegestraße oder was soll das hier sein? Ich liebe diesen Ort. Überall kann man was entdecken. Oh, das stimmt. Aber ich denke mal, das müsste hier Richtung Siegestraße sein, oder? Pokémon Liga, im Osten Route blablabla, im Westen Siegestraße. Aha, da haben wir sie doch. Werde ich mal ein bisschen die Zeit nutzen, um hier nochmal ein bisschen zu trainieren. Wie schon gesagt, so, ich gucke mal, was haben wir denn gerade so im Team dabei. Unseren Levi Brillat, unsere Sunny haben wir da, unseren Dave, unsere Ying, wo ich immer noch anmerken muss, dass sie da ein G vergessen hat. Amniota haben wir da und unseren guten alten Bob natürlich. Gut, Dave ist an sich der Stärkste mit Level 69, also vom Level her der Stärkste. Vom schwächsten Level her haben wir Ying und Amniota. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal Defibrillator erstmal vorne lassen. Unsere defibrillierende Dame. Unseren Medic! So, wollen wir doch mal gucken. Die Trainer sind ja hier an sich alle besiegt, also bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier ein bisschen durchs Gras zu wandern und zu schauen, was uns dort noch so vor die Linse springt. Und ich trottel merke gerade, dass ich vergessen habe, mir eine Uhr anzumachen. Und Hallöchen, Ravigator! Sieht ein bisschen aus wie Mrs. Panzerknacker. Aber obwohl, da unten läuft ja auch ein Timer. Gut. Wollte schon sagen, ich dachte, ich hätte schon wieder eine Uhr vergessen. Hagelfeld, na, das ist ja gar nicht cool. Dann sind wir hier in neuner Gegend natürlich wegen dem Schnee, dass es die ganze Zeit hagelt. Sehr unpraktisch auf eine Art und Weise. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Ravigator war Bodenunlicht. Was hat Levi Brillat so gerade? Durchbruchstärke, Knirscher und Stromstoß. Sehr schöne Attacken. Ich denke mal, der Durchbruch wird hier Wunder wirken. Auch wenn du mir gerade eine Grimasse schneidest, mir vollkommen wurscht. Hätten wir das auch schon mal erledigt. Okay, da braucht wohl scheinbar zwei Angriffe. Aber er hat den Nachteil, er wird ebenso wie wir auch vom Hagel mitgetroffen. Es zieht einem so jetzt zwar nicht viel ab, aber, ja, ist das schön, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Von daher müssen wir immer mal ein bisschen auf die KP achten. Oh, und Levi Brillat steigt gleich auf Level 67. Ja, man sieht, auch wenn Zapplerang zu Levis Lieblings-Pokémon zählt, Geschwindigkeit ist wirklich komischerweise nicht gerade seine Stärke. Ja, nee, ist klar, komm, der Kampf war gewonnen und wir werden trotzdem noch vom Hagel getroffen. Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist das denn für ein Quark? Ich denke mal, ich werde mich aufgrund dessen vielleicht nicht zu weit hier wegbewegen. Es war dann wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, mich immer an der einen und derselben Stelle rumlaufen zu sehen. Aber, wie gesagt, wir sind ja hier um... Hallöchen, ein Siberio! Na, auch nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, eine Vorstufe Petsny finde ich noch irgendwie wesentlich niedlicher.
Gott, du warst, glaube ich, aus der Schwarz-Weiß-Generation. Sprich, war das die vierte oder fünfte? Nee, fünfte müsste das gewesen sein. Ah, Mann. Die hat neulich schon so viele Pokémon, wo ich mir manchmal überlege, boah, in welcher Generation waren die jetzt nochmal? Es wird wirklich von Mal zu Mal nicht unbedingt besser, sich das wirklich alles zu merken. Vor allem, wenn man überlegt, ich sag mal, ich kann die Zeit auch ein bisschen nutzen und vielleicht schon mal so ein bisschen meine eigene Meinung bezüglich der kommenden siebten Generation zu äußern, Pokémon Sonne und Mond. Also, von den Cover-Pokémon, beziehungsweise den Generationslegendären, wollte ich schon sagen, Editionslegendären, mein Gott, ich sollte mir vielleicht doch wirklich mal so ein paar Notizen machen, dass ich nicht permanent irgendwelchen falschen Kram laber, ist ja schlimm neuerdings. Jedenfalls, ui, ein Lapras, ist ja nice. Aber irgendwie ungewöhnlich, einen Lapras an Land zu treffen, weil ich kenn's persönlich, dass man Lapras, wenn, überhaupt im Wasser getroffen hat. Aber nun gut, was soll ich gerade sagen? Ach ja, genau. Ja, designtechnisch bin ich von beiden nicht sonderlich angetan, weder vom Sonnenlegendären noch vom Mondlegendären. Meine, da wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen, ja warum, sehen doch voll geil aus, aber gut, da kann ich nur sagen, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Und wie gesagt, meinen Geschmack haben sie halt in dem Sinne nicht getroffen. Beim Mond hätte ich mir, sage ich, habe ich bestimmt schon irgendwann, irgendwo mal erwähnt, dass ich mir beim Mond, na das kommt ja geil, ich rede vom Mond und es kommt ein Magnaien. Das müsste ich mir eigentlich jetzt voll aus Protest fangen, einfach weil es so. Ja, hätte ich mir eher wirklich so eine Art Wolfs-Pokémon gewünscht, also schon sowas Richtung Magnaien, wobei Magnaien ja eher eine Hyäne darstellt, aber ist mir trotzdem wurscht. Für mich sieht es trotzdem eher ein bisschen wolfsartig aus und deswegen mag ich Magnaien auch. Hätte ich mir beim Mond schon eher gewünscht und bei Sonne wäre es dann vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, mir da, sag ich mal, wirklich was Passendes zu überlegen. Weil ich sagen muss, gut, ein löwenartiges Monster, ja, kann man nehmen, muss man aber nicht. Aber was mich da wirklich am allermeisten irritiert, ist die Tatsache, dass es die Typkombination, die es hat. Psycho-Stahl. Denken wir mal drüber nach. Es repräsentiert die Sonne. Hallo Geobatz. Aber es ist wiederum anfällig gegen das, was es darstellt, also gegen Feuer. Was sagt uns das? Chunk hatte mir mal damals von einem Meme erzählt mit Dr. Doofenschmerz. Wie war das, glaube ich, keine Ahnung, wie sich das jetzt genau schimpfte. Und da stand da nur sowas wie, Set fire to the sun! Das ist wirklich, da denke ich mir echt so, okay. Es gibt zwar so einige Typkombinationen und sonstiges, wo ich mir denke, gut, das passt, aber ein Pokémon, was die Sonne repräsentiert, das dann anfällig eigentlich gegen Feuer ist, also, ja gut, auf der anderen Seite könnte man sagen, oh, hoppala, die Vibrillat ist ein bisschen sehr angedamaged. Man hätte vielleicht jetzt auch sagen können, ja gut, wäre auch ein bisschen zu offensichtlich gewesen. Ich werde jetzt an sich kein Item benutzen. Ich werde einfach mal das Pokémon austauschen. Das wäre vielleicht wirklich auf eine Art und Weise zu offensichtlich gewesen, aber ich weiß nicht. Also ich kann mich damit persönlich bisher noch gar nicht anfreunden. Wobei ich sagen muss, die Typkombination des Mondlegendären, Lunatic irgendwas, ich habe leider die Namen noch nicht so ganz im Kopf, auch wenn mir sein Design jetzt so nicht gefällt, die Typkombination Geist-Psycho gab es bisher ja, hallo Lucario, gab es bisher ja bloß beim, weiß nicht, ob es jetzt auch zu den legendären oder eher zu den mystischen Pokémon zählt, nämlich Hoopa, war bisher, glaube ich, eines der wenigen Pokémon oder wenn nicht sogar das einzigste Pokémon mit dieser Typkombination. Oh, jetzt mal so überlegen, es ist ein Kampfstahl, theoretisch wäre es gegen Flug anfällig, aber Stahl gleicht das, glaube ich, ein bisschen aus. Gucken wir mal trotzdem. Na, sag ich doch, der Stahltyp gleicht die Schwäche ein wenig aus, aber wir kriegen es trotzdem down. Sehr schön, sehr schön. Ja, wie gesagt, also irgendwie, ja, die Typkombination finde ich äußerst interessant. Muss ich schon zugeben. Wobei das ja dann schwierig ist, auch für das Pokémon selbst, da es dadurch ja dann auch eine höhere Anfälligkeit gegen sich selbst. Was war das noch? Also sprich gegen sich selbst, also Geist.
Unlicht, glaube ich, ebenso. Wobei, nee, warte mal, Unlicht. Ja, doch, oder? Gott, bin ich mir selber jetzt nicht mehr so sicher. Wahrscheinlich denkt sich der ein oder andere jetzt, was quatscht der denn da jetzt für einen Schmarrn, bla bla. Ich sag mal so, wenn man im Prinzip seit der ersten Generation dabei ist und alles, was noch dazukommt, irgendwo platzt ja einfach der Schädel, weil du wirklich nicht mehr weißt, was überhaupt abgeht. Okay, das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Ich will nicht, dass du dir die Zähne ausbeißt, Amniota. Bei Gift, na, Gift bringt da natürlich auch nichts. Versuch, einen Stein zu vergiften, das wird nicht allzu viel bringen. Ja. Ja, und ansonsten, die paar Pokémon, die bereits bekannt sind, gut, das eine oder andere habe ich da, also so eine Art Koala-Bär habe ich schon gesehen. Und ansonsten halt die Starter, wobei ich ja immer noch gespannt drauf bin, wie sich die Starter weiterentwickeln. Da hatte ich zum Beispiel jetzt auch mit den anderen, also sprich mit meinem Gamepad Empire Kollegium, auch schon mal so ein bisschen drüber diskutiert, wer welchen Starter wahrscheinlich wählen würde, wenn wir dann anfangen würden, die siebte Generation selbst zu spielen. Also ich persönlich, dadurch, dass mir die anderen beiden Starter jetzt nicht so zusagen, ich meine, sie sind nicht verkehrt, aber irgendwie finde ich in dem Sinne den Wasserstarter am putzigsten, also sprich die kleine Robbe. Deswegen würde ich wahrscheinlich den Wasserstarter wählen, wobei ich ja sonst eigentlich eher auch, ja, je nach Design meist gegangen bin. Wobei, das stimmt nicht ganz. In der zweiten Generation, also sprich Gold, Silber, Kristall, habe ich ja auch mich entweder für Feuerriegel oder halt für Kanimani entschieden. Wobei meistens war es eher bei Kanimani, weil ich einfach Kanimani toll finde. Weil es einfach so ein putziges kleines Krokodil. Erinnert mich so ein bisschen an Krok. Und vor allem dann seine zweite Stufe Impagator war immer mein Liebling. So, ja, in der ersten Generation hatte ich meistens auch entweder mit Lumanda oder Shigi angefangen. Bei der gelben, in der gelben Edition war das ja vollkommen wurscht. Da hast du ja automatisch eh mit Pikachu angefangen. Yay, Amniota kriegt auch ein Level up, sehr schön. Ja, wird doch vom Magel getroffen, das finde ich irgendwie so blödsinnig. Man hat den Kampf gewonnen und trotzdem kriegt man noch eins von Latz geklatscht. Irgendwie a little bit fail, wenn ihr da meine Meinung hören wollt. Ja, dritte Generation, was hatte ich denn da als Starter gewählt? Ui, wieder ein Lapras. Da hatte ich, glaube, immer so geschwankt zwischen, auch zwischen Flemly, glaube, und Gekkabor, wobei ich da meistens Gekkabor genommen habe, weil ich es auch vom, allein vom Style her auch immer viel cooler fand. Also, ja, ich meine, im Anime war Gekkabor ja auch immer so ein bisschen, ja, hat er auch seine Momente, beziehungsweise sein Markenzeichen, aber diesen Zweig im Mund, den es dann auch in seinen späteren Entwicklungsstufen Reptile und Gewaldrömer hatte, nur dass der Zweig dann halt immer ein bisschen sich auch verändert hat, dann wurde es halt ein etwas dickerer Ast oder halt ein längerer Ast, sowas in der Richtung. Fand ich schon ganz cool. So, versuchen wir es mal mit Akrobatik. Ja, und ansonsten, was habe ich so für Erwartungen an die siebte Generation? Ja, ich denke mal, technisch wird es definitiv sich mehr an die modernere Technik orientieren. Bin ich auch wirklich sehr gespannt. Weil wenn man überlegt, es soll wahrscheinlich was dieses? Ja doch, ich glaube, es war dieses Jahr im November. Ja doch, so zum Weihnachtsgeschäft zu dem Dreh. Also zwischen November und Dezember wahrscheinlich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ich denke mal, das könnte definitiv einer der Titel werden, die wahrscheinlich dann auch wieder die Verkaufszahlen der 3DS oder der 2DS-Familie wieder ankurbeln. Gehe ich mal sehr stark von aus. Ja, weil Pokémon ist ein Spiel, das geht halt immer. Also wenn es ein, sei es jetzt ein Haupttitel oder ein Spin-Off, Pokémon geht irgendwie immer. Wobei mich persönlich jetzt auch nicht jeder Spin-Off so angesprochen hat. Was die Spin-Offs angeht, muss ich sagen, gut, die Pokémon Mystery Dungeon Reihe habe ich teilweise mal verfolgt. Angefangen mit dem Game Boy Advance Teil, ich glaube das war Erkundungsteam Rot. Die DS-Teile habe ich dann, oh Gott, welchen DS-Teil hatte ich denn da mal gespielt? Ich glaube, DS hat entweder, war der Erkundungsteam Zeit oder Dunkelheit? Oh Gott, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Setzen wir mal Ying nach vorne. So. Ja, da sag ich mal, war die Neuerung, dass man da zum ersten Mal die Pokémon selbst gespielt hat und es in dem Sinne keine Menschen gab, sondern man direkt in der Pokémon-Welt war, war an sich auch eine ganz gelungene Änderung. Und das war wirklich auch mal was Neues, was Frisches, was noch gar nicht gab. Fand ich an sich ganz cool. Kann man an sich nicht meckern.
Nur was mich halt persönlich immer ein bisschen genervt hat, war, wenn man versucht hat, wirklich gezielt irgendwelche Pokémon anzuheuern, dass die meistens dann, dass entweder hat dir denn einer deiner Partner-Pokémon den Rekrutierungsversuch versaut, indem es dann angegriffen hat, oder du hattest halt so viel Pech, du hast zwar den letzten Hit und alles gemacht und trotzdem wolltest dich nicht anschließen. Das ist besonders mies immer bei den legendären Pokémon gewesen. Bah, das war echt schon extremst nervenaufreibend manchmal. Ja, soweit zu meinen Pokémon-Erfahrungen. So, mal sehen. Tun wir nochmal hier. Schmuckball und alles schön. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, was ich bei dem Trainingspart großartig erzählen soll. Ich habe mir da jetzt auch dummerweise nichts wirklich zurechtgelegt. So wie ich es ja meistens nicht unbedingt mache. Das erkennt man aber wahrscheinlich dann auch schon daran, dass ich dann meist entweder sehr viel rum... Also ich denke mal, wenn man einen Counter jetzt irgendwo hier in die Ecke packen würde, würde höchstwahrscheinlich das pro Part mindestens im zweistelligen, dreistelligen Bereich sein. Ist schön, wenn man sich irgendwie selbst ein bisschen durch den Kakao zieht, aber dann merkt man, dass man wenigstens ein bisschen Eigenhumor und Eigenironie hat. So, das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Sofern dieses Vieh mich irgendwie beißt, habe ich wahrscheinlich ein Problem. Aber das kriegen wir schon hin. Hat ja jetzt gar nichts gebracht. Aber für einen Volltreffer, ja, nicht übel. Okay, scheinbar ist es ab und zu immer noch so, dass die Gegner nicht angreifen. Kann ich nur zum Vorteil für mich nutzen. So, ich glaube, Zerschneider durften... Oh Gott, Zerschneider macht ja aber gar nichts. Ey, jetzt macht er... Ist klar, jetzt macht er den Hagelsturm für 500 jetzt zu einem Sandsturm. Ist ja auch ganz toll. Eieiei. Also ich glaube, attackenmäßig müsste man mal schauen. Ja, dadurch, dass sie Zerschneider hat, kann sie den Zerschneider so jetzt nicht wieder verlernen. Ein bisschen unpraktisch. Gut, den einzigen Vorteil, den sie hat, sie kann sich halt fünfmal, oder besser gesagt eher, Mann, für mich ist und bleibt Sianna irgendwie immer ein Weibchen. Ich weiß auch nicht warum. Für mich sieht es einfach femininer aus und yay, Level up für dich. Sehr schön. Ja, kriegst natürlich trotzdem noch ein bisschen Sand in die Wunde, sehr schön. So. Jetzt haben wir die schon mal jeweils ein Level höher gekriegt. Wen haben wir denn sonst noch so? Gut, wenn wir Dave noch ein Level hoch leveln würden, wäre er damit Level 70. Machen wir einfach mal, beziehungsweise ich gucke mal, wie viel fehlen ihm denn. Nächster Level 11.000. Könnte man vielleicht hinkriegen. Ja. Mal sehen. Ja, gut, zwei Spezialangriffe, zwei physische, ja, gar nicht mal verkehrt. Gar nicht mal so verkehrt. Dann machen wir das einfach mal. Setzen wir ihn einfach mal nach vorne und nutzen mal die nächsten Minuten noch aus. Hoppala, falscher Knopf. Nutzen mal die nächsten Minuten noch aus, um Dave vielleicht noch auf Level 70 zu ziehen. Weil ich denke, ja, wenn ich jetzt mal wüsste, auf was für einem Level ungefähr die Top 4 Trainer sind, aber die waren ja meistens so im 70er Bereich, wenn nicht sogar höher. So irgendwas so zwischen 70, 80. Wobei, nee, das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch gepokert. Aber ich glaube, wenn unsere Pokémon so zwischen Level 70, 75 sind, sage ich mal jetzt ganz grob, ganz grob vermutet, gehe ich mal stark davon aus, dass wir da an sich keinen Fehler machen würden. Wobei das wahrscheinlich dann eine Weile dauern würde, sie auf mindestens noch 5 weitere Level hochzuziehen. So grob gerechnet. Wenn jetzt alle unsere Pokémon auf 70 wären, aber sind sie ja nicht, sind der Großteil nur 67. So, heizen wir den mal ein bisschen ein. Ja, sieht man nur gleich, Spezialangriff macht gleich wesentlich mehr Damage. Wesentlich mehr Damage. So. Ich persönlich bin ja auch schon mal gespannt, was uns so bei den Top 4 erwartet. Da bin ich persönlich ja wirklich mal sehr gespannt drauf. Ich gehe mal sehr stark von aus, dass die Kämpfe durchaus knackig werden. Weil wenn nicht, dann wäre es ja auch keine Herausforderung. So, kann man da eigentlich auch lang? Ja, da könnte man surfen. Stimmt, ich kann ja mal gucken, ob im Wasser vielleicht Pokémon sind. Ist zwar jetzt wahrscheinlich sehr, sehr...
sehr, sehr unpraktisch, während Glurak vorne ist, nach Wasser-Pokémon zu suchen. Aber irgendwie scheinen wir auch auf keine Pokémon zu treffen, wenn wir im Wasser surfen. Irgendwie ein bisschen seltsam. So, jetzt würde mich aber mal interessieren, dadurch, dass ich die Siegestraße selbst ja nicht betreten habe, würde ich mich hier trotzdem vielleicht noch ein klein bisschen mal umsehen, ob hier vielleicht noch irgendwie ein Höhleneingang oder irgendwas ist. Wäre doch bestimmt auch mal interessant zu sehen, da vielleicht noch andere Pokémon dann wären, außer die, die wir jetzt hier so bisher getroffen haben. Ah, da unten ist die Höhle. Will ich doch gerne mal gucken, was man da noch für Pokémon trifft. Weil levelmäßig scheinen sie alle ja so knapp an die 60 zu sein. Lucario, denke ich mal, können wir locker mit einer Attacke wegnatzen. Da hast du einen kleinen Nachteil, dass du kein reines Kampf-Pokémon bist. Wobei, da hatte ich zum Beispiel auch mit Chunk drüber gesprochen, dass ich es irgendwie seltsam finde, dass der Lucario die Typkombination Kampf-Stahl gegeben haben. Und natürlich geht der Feuersturm daneben. Also Kampf verstehe ich ja noch, nur Stahl, ich meine, seine Vorstufe Riolu war ja, glaube ich, reines Kampf-Pokémon und Lucario hat, glaube ich, den Stahltyp dazu bekommen. Also wirklich sehr viel Metallisches ist ja an sich an Lucario nicht, außer seinen Stachel auf der Brust und an den zwei Armen, ne? Also, ja gut, wahrscheinlich wollten sie in dem Sinne dem aus dem Weg gehen, dass sie schon wieder nur ein reines Kampf-Pokémon haben, weil wirklich nur Pokémon mit reinem Typ ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig auf Dauer. Vor allem, weil man so ja denn mit den Schwächen, in dem Sinne auch nochmal mit Schwächen und Resistenzen ja mal ein bisschen rumspielt, also rumspielen kann, ne? Also es wäre ja doof, wenn du nur ein reines Pokémon von einem reinen Typ hast, der hat dann nur Schwäche gegen den und den Typ, ist ja auch ein bisschen Käse. Trotzdem weiß ich nicht so ganz, was ich so von halten soll. Ich meine, Lucario an sich ist und bleibt ein cooles Pokémon, meiner Meinung nach. Was bist du denn eigentlich für ein Typ? Ich habe viel trainiert. Ja, okay. Dann warst du wahrscheinlich nur einer dieser Trainer. So, hier dachte ich ja eigentlich, dass das so rutschiges Eis wäre, so wie halt in Pokémon Gold, Silber, Kristall damals. Aber irgendwie war es das nicht. Und hier gibt es scheinbar keine wilden Pokémon in dieser Eishöhle. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass mich hier irgendwelche Eis-Pokémon wie Quieke, Rossana oder vielleicht Botogel oder irgendwas sogar angreifen könnte. Aber nö, scheinbar nicht. Mir fällt auch gerade ein, hatten wir eigentlich jemals sowas wie eine Angel? Ich glaube nicht. Ich erinnere mich nicht, dass wir irgendwann mal eine Angel bekommen haben. Yay, wieder ein Magnaien. Ich wäre in gewisser Weise fast in Versuchung, noch Magnaien für die Gruppe zu fangen, aber dadurch, ich sag mal so, wir haben ja so oder so doch das ein oder andere Pokémon in Reserve, weil wir die ja irgendwie nie weiter benutzt haben. Aber ist nur die Frage, kommen wir noch überhaupt irgendwie in irgendeiner Art und Weise dazu, eines dieser Pokémon noch zu nutzen? Ich zweifle es in gewisser Weise an, da es schon sehr, sehr umständlich wäre, eines dieser Pokémon noch weiter hochzuziehen, wobei es bei den stärkeren Gegnern, die jetzt so oder so auf uns zukommen, rein erfahrungstechnisch gar nicht so schwer wäre mit dem EP-Teiler. Da wäre wiederum wahrscheinlich nur das Problem, dass man dann immer nur ein Pokémon vielleicht mitnehmen könnte und dafür müsste denn entweder das Pokémon von demjenigen, der gerade spielt, aus der Gruppe getauscht werden oder man tauscht es vor Beendigung des Parts zurück. So, gucken wir mal. Wo war ich denn gerade stehen geblieben? Ach, ist immer Käse, wenn man mitten in der Aufnahme abgelenkt wird. Das ist echt manchmal Käse. Aber naja, passt schon. So, ja, wie gesagt, glaube ich, muss man wahrscheinlich das so machen, dass derjenige dann entweder sein Pokémon auf dem Platz austauscht oder man es halt kurz vor Beendigung des Parts wieder umtauscht. Wäre zumindest meine persönliche Idee oder Vorstellung. Weil ansonsten könnte ich mir einfach nicht wirklich denken, was wir doch großartig mit den ganzen Pokémon, die wir in der Bank haben, machen sollen. Also in der Bank, also in der Box, meine ich. Jetzt komme ich irgendwie auf Pokémon Bank. Ganz toll. Ja, Pokémon Bank wäre eigentlich auch ein Thema, worüber ich mal hätte meine Meinung äußern können. Also an sich, das System dahinter finde ich gar nicht mal so verkehrt.
Die Tatsache, dass man dafür 5 Euro im Jahr nur bezahlen muss, ist jetzt auch meiner Meinung nach nicht so schlimm. Da gibt es durchaus Schlimmeres. Und vor allem, wenn man überlegt, dass das Pokémon Bank sogar damit kompatibel gemacht wurde, so wie ich es mitbekommen habe, für die Download-Version von Pokémon, also der alten Generation, der erst. Ich glaube, bisher haben sie nur die erste Generation wieder aufgelegt, ne? Also sprich Rot, Blau, Gelb, ne? Würde mich irgendwie nicht wundern, wenn Nintendo noch auf die Idee kommen würde, die anderen Gameboy-Editionen auch in die Virtual Console zu packen. Würde mich nicht wundern. Und wenn die dann ebenso mit Pokémon Bank kompatibel wäre, denke ich mal, kann keiner wirklich kann keiner mehr sagen, dass er an keine Generation mehr rankommt, beziehungsweise dass er seine Pokémon aus der Generation gerne auf seine modernere Generation haben will. Also sprich XY, eventuell, wenn Nintendo doch noch auf die Idee kommt, noch eine Z-Edition. Wobei irgendwie zweifle ich daran schon ein wenig, wenn sie jetzt schon Sonne und Mond raushauen wollen. Aber man weiß ja irgendwie nie. Ne? Ja. Würde mich zumindest nicht wundern. Da würde sich mir nur die Frage. Oh, Dampfwalze. Hat keine Wirkung auf. Achso, Dampfwalze war eine Bodenattacke. Wollte schon sagen. Dachte gerade, das wäre jetzt eine Steinattacke, aber nee, war ja eine Bodenattacke. So. Stimmt, ich Trottel hätte eigentlich auch mal das Erdbeben nutzen können. Mann. Verpeil wie nichts mal wieder. Schlimm. Ja, Dave kriegt natürlich auch vom Hagel wieder eins vor den Latz. Aber ich glaube. Ups, schon wieder falscher Knopf. Ach, wie ich immer auf den falschen Knopf drücke. Ich will doch nur rennen. So, ich glaube, das ein oder andere Pokémon müsste ich mit Dave noch besiegen, dann wäre er wahrscheinlich auf Level 70. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Beziehungsweise verkalkuliert. Gerechnet habe ich ja gar nicht. Ich glaube, es könnte aber auch wirklich ein bisschen zäh wie Kaugummi werden, wenn wir jetzt wirklich versuchen, auf Level 70 hier einen knappen Level 60er Pokémon hochzutrainieren. Aber gut, das hat Pokémon nun mal an sich, dass es da auch die ein oder anderen Momente gibt, wo man nochmal ein bisschen grinden muss. So. Eiseskälte. Alter Schwede. Das wäre es jetzt gerade gewesen, ey. Das wäre es jetzt echt gewesen, wenn er jetzt aus Dave einen Eisblock gemacht hätte. Das wäre richtig gemein gewesen. Aber man merkt, Dave, nichts gegen dich, aber du bist wirklich nicht gerade auf physisch gebaut. Zumindest hier als Glurak nicht. Eieieiei. Das Doofe ist, Feuersturm und Flammenwurf bringen uns nicht viel, weil Lapras ja ein... Was, Wassereis oder was nur Wasser? Ich glaube, es war Wassereis, ne? Naja, machen wir trotzdem mal einen Flammenwurf. Einfach, weil ist so... Ach nee, ist wohl doch... Komisch. Irgendwie habe ich immer in Erinnerung, dass Lapras so Richtung Wassereis war. Irgendwie... Oder vielleicht hat das den Typ ausgeglichen. Könnte durchaus sein. Bin mir da jetzt nicht so sicher mehr. Da merkt man wirklich, die Generationen werden mir echt ein bisschen zu viel auf Dauer. Was natürlich nicht heißt, dass ich sie deswegen nicht in irgendeiner Art und Weise weiterverfolge. So ist es ja nicht. Wie also bereits erwähnt, Generation 7 werde ich mir dann definitiv auch mal zu Gemüte führen. Sofern die Zeit gekommen ist. Aber bis dahin ist es ja noch ein weiter... Naja, so weit ist der Weg auch nicht mehr. Aber es dauert definitiv schon noch ein Weilchen. So. Na, kriegen wir dich jetzt auf Level 70? Jawoll! Dave steigt auf Level 70. Das ist sehr schön. Ja, natürlich kriegst du auch nochmal ein paar Hagelkörner ans Gesicht. So. Ich denke mal... So, jetzt will ich mal was gucken. Normalerweise war es ja immer so, dass man auch zur Pokémon-Liga direkt zurückfliegen konnte. Ich weiß, der Weg ist zwar jetzt nicht besonders weit, aber es würde mich trotzdem interessieren, da Ego-Liga. Da sind wir, Siegestraße. So. Machen wir einfach mal. Weil der Weg wäre jetzt zwar nicht sonderlich weit gewesen, aber um uns so ein bisschen die Zeit zu sparen, dass ich zumindest hier zum Pokémon-Center zurückgehen kann, um unsere Pokémon nochmal zu heilen. Und damit dann den Part an den nächsten abzugeben. So. Wunderbar. Ist aber irgendwie seltsam, dass ich die Pokémon heilen kann, ohne hier eine Heilungsmaschine zu haben. Aber nun gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. So, ja. Ich hoffe mal, ich habe euch nicht mit meiner leichten Verpeiltheit nicht zu sehr gelangweilt.
hoffe mal, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge oder in einem anderen Video von mir. Und bis dahin sage ich, Rinne hauen, weiterschauen. Ciao, ciao.